Ich bin Silvia Knuchel von Physiotherapie im Bürgerspital Solothurn. Wir haben euch eine Videoanleitung mit der wirksamen Therapie bei Lagerungsschwindel zusammengestellt, sodass ihr selber üben könnt. Heftiger Schwindel beim Drehen im Bett, meistens auf beiden Seiten, oder bei starken Kopfbewegungen, sprechen für einen gutartigen Lagerungsschwindel im horizontalen Bogengang. Mit einem gezielten Lagerungsmanöver bringt man die abgelösten Kristalle wieder aus dem Bogengang raus und ihr werdet beschwerdenfrei. Zu erwarten ist nach jedem Manöver weniger Schwindelbeschwerden zu haben. Wenn nach einer Woche keine deutliche Verbesserung eingetreten ist, dann meldet euch bei einer Fachperson. Die betroffene Seite muss von einer Fachperson bestimmt werden. Im Zweifelsfall macht ihr das Manöver einmal für die linke und einmal für die rechte Seite. Setzt euch am Bettrand in die Mitte vom Bett mit Blick nach vorne. Liegt auf die rechte Seite ab, der Blick bleibt geradeaus. Bleibt 2 Minuten in der Position. Die Kristalle brauchen Zeit, um sich vorwärts zu bewegen. Dreht den Kopf ab, so dass euer Gesicht zum Boden zeigt. Wartet 2 Minuten. Sitzt wieder auf und bleibt 2 Minuten ruhig entspannt sitzen. Ein schummriges Gefühl kann nach einem Manöver noch bis zu einer Woche andauern, vergeht aber wieder ganz. In der Akutphase wiederholt ihr die Übung 3 Mal hintereinander für die betroffene Seite. Am Morgen, am Mittag, am Abend. Das Manöver ist besonders am Morgen direkt nach dem Aufwachen wirkungsvoll. Die Übung muss nur so lange gemacht werden, wie noch Schwindel ausgelöst wird. Aufhören mit der Therapie kann man, wenn am nächsten Tag bei den Bewegungen kein Schwindel mehr ausgelöst wird.